Was ist eigentlich die Überzeugung, ein Jakin? Was bedeutet ein Jakin? Der Begriff Jakin kommt von dem Verb Yaqan al-Ma'u. Man sagt Yaqan al-Ma', wenn das Wasser ruhig und still ist. Versteht ihr? Also es weist keine Bewegungen auf. Es ist ganz ruhig und still. Das ist die sprachliche Herkunft des Wortes Yaqin. Yaqin, was wir als Überzeugung und Überzeugung und wie kann man es noch übersetzen? Gewissheit, ne, verstehen. Und diese sprachliche Herkunft des Wortes zeigt auch, was sie mit dem Menschen macht. Ein Mensch, der diese Gewissheit hat, dass er selbst in Situationen, in denen der ein oder andere ins Schwanken kommen würde, dass er still ist, still und ruhig ist und dass es ihn nicht erschüttert oder bewegt. Deswegen sagt Allah Ta'ala, vergleicht, das ist ein interessanter Punkt, Allah Ta'ala vergleicht die Gewissheit der Leute, die überzeugt sind, mit einem festen, soliden Stamm. Ein Baum, der tief im Boden steckt, sagt: "Daraballahu mathalan kalimatan tayyiba, kashajaratin tayyiba. Und Allah Ta'ala prägt das Gleichnis eines schönen Wortes. Das schöne Wort hiermit ist gemeint die Überzeugung der Glaube an die Inhalte die Glaubenslehren des Islams. Ganz vorne dran der islamische Monotheismus. Das Gleichnis davon ist wie das eines Baumes, eines Stammes oder eines Baumes, kashajaratin tayyib, eines guten Baumes. Asluha thabit, sein Stamm ist fest und solide. Also er ist gesund. Er ist gesund. Ein gesunder Stamm, ein gesunder Baum, der blüht auf. Deswegen sagt er, seine Zweige ragen empor in den Himmel. Sie gibt, also diese Zweige oder dieser Baum gibt seine Frucht zu jeder Zeit. Und der Stamm ist deine Überzeugung. Das sind deine Überzeugungen, die Zweige und die Frucht. Das ist das, was deine Überzeugung rausgibt. Das heißt, hier sehen wir auch an diesem Vers, dass eine entschlossene Überzeugung auch immer Konsequenzen hat. Sie muss von sich was abgeben. Und der Baum gibt ja möglicherweise gute Luft ab, guten Geruch ab, Frucht, Früchte an die Umgebung. Und dieser Vers kann auch so verstanden werden, oder zumindest ein Teil davon, dass ein Mensch mit einer guten Überzeugung, Shajara Tayyiba, einer guten Überzeugung, auch an seine Umgebung dieses Gute irgendwie abgibt. Wie der Baum. Und dann das Gegenteil davon, وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. Und Allah Ta'ala prägt das Gleichnis eines verdorbenen Baumes. Eines verdorbenen Wortes, verdorbener Überzeugung. كشجرة خبيثة, wie ein verdorbener Baum, der vom Boden gerissen wurde und keinen Halt hat. Auf jeden Fall, der Al-Yaqin bedeutet sozusagen eine Überzeugung oder von einer Sache so überzeugt zu sein, dass man das Gegenteil gänzlich ausschließt. Dass man das Gegenteil gänzlich ausschließt.